Ja, ich glaube, wir haben das Spiel echt gut im Griff gehabt. Ich glaube, wir haben einen guten Plan gehabt gegen das Anlaufen von der Austria. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir sowieso besser, finde ich. Und zweitens natürlich bitte, dass wir da gleich nach der Halbzeit einen Ausgleich kriegen. Aber ich glaube, das spiegelt die ganze Saison wieder, wie wir ja, noch so, es war jetzt kein Rückstand, aber halt noch so einen kleinen Rückschlag im Spiel wieder zurückkommen. Und am Ende hat man einfach gesehen, glaube ich, was wir da wieder für Qualität generell im Kader haben. Ich glaube, das haben wir super gemacht, für die Spieler, was reinkommen sind. Und ja, ich glaube, das geht im Großen und Ganzen in Ordnung. Ja, wir wollten heute unbedingt das Spiel gewinnen, weil das letzte Heimspiel, das waren wir die Fans einfach schuldig, weil es das halbe Jahr jetzt da im neuen Stadion und auch davor schon im Bashing immer großartig unterstützt haben und das wollten wir heute unbedingt. Ich finde, dass wir das erste Halbzeit das Spiel ganz gut unter Kontrolle gehabt haben. Dann ist die Austria ein bisschen besser geworden, aber dann zum Schluss, finde ich, haben wir trotzdem auch verdient gewonnen. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben. Das ist ein sehr cooles Gefühl, wenn man da vor 15.000 Leuten am Platz steht, die einem von der ersten bis zur letzten Minute komplett anpeitschen. Also wirklich großes Lob an die Fans, die uns da wirklich jetzt eine richtig besondere Saison beschert haben. Ohne die wäre es natürlich nicht möglich gewesen, dass wir da so weit oben stehen. Und ja, Chapeau an die Fans, dass die da uns tatkräftig unterstützt haben und wirklich von der ersten bis zur letzten Minute komplett dabei waren. Und das pusht uns richtig.